zeige das Lösen linearer Gleichungen anhand von Gleichungen auf verschiedenen Schwierigkeitsstufen. Beginnen wir mit Stufe 1. Die Gleichung lautet 9x gleich minus 35. Und die Umformung lautet dann hier geteilt durch 9. Das schreibe ich hier hinter diesen Strich. Und ich teile die linke Seite durch 9, ergibt dann x. Und ich teile die rechte Seite durch 9, das ergibt dann minus 35 Neuntel. Kommen wir zu Stufe 2. Hier muss gesagt werden, dass prinzipiell die Idee zum Lösen von linearen Gleichungen darin besteht, dass man die Variablen von den Konstanten trennt. Sehen wir uns das nochmal an. Wir haben hier auf der linken Seite die Variablen, das sind hier 6 mal x. Und auf der rechten Seite haben wir die Variable hier minus x und wir haben die Konstante 42. Jetzt kann man, jetzt treten Variablen und Konstanten nur auf der rechten Seite auf, weil auf der linken Seite ja hier die Konstanten fehlen. Deshalb kann man diesen Trennungsprozess nur hier rechts durchführen. Und jetzt gibt es noch eine Zusatzregel, dass wenn man mit dem Trennen beginnt und man hat die Auswahl, soll man mit den Variablen abtrennen beginnen. Und das machen wir hier jetzt mal. Wir müssen die also die minus x zum Verschwinden bringen und das geschieht durch eine Addition von x. Wir addieren x auf beiden Seiten und fliegt das hier, oder das hier wird eliminiert. Ist also 0 und die 42, die bleibt. Deshalb in der nächsten Zeile hier die 42 und x wird in der linken Seite addiert mit einem x und haben wir insgesamt 7x. So, jetzt sind wir quasi wieder auf Stufe 1. Wir haben quasi hier 7 mal eine Zahl ist gleich 42 und dann dividieren wir auf beiden Seiten durch 7. Wir erhalten links x und wir erhalten auf der rechten Seite 42 Siebtel. Das kann man jetzt noch vereinfachen, aber das ist jetzt für das Lösen weniger wichtig. Ich akzeptiere hier auch Brüche, die haben auch ihre gleiche Berechtigung wie ja ganze Zahlen. Man könnte auch hier also jetzt hier nochmal 6 hinschreiben. Ja? Muss aber nicht sein. So, gehen wir weiter zur gleichen Stufe. Wenn wir uns das hier jetzt ansehen, hier haben wir auf der linken Seite, wir haben Variablen und auch wir haben Konstanten. Auf der rechten Seite haben wir nur Variablen. Das heißt, der Trennungsprozess kann nur auf der linken Seite durchgeführt werden und mit der Zusatzregel sollen wir mit dem Abtrennen der Variablen beginnen und das geschieht bei uns immer prinzipiell durch eine Addition. Die Frage ist also jetzt, was muss ich zu minus 4x addieren, damit das hier 0 wird? Und die Antwort ist hier 4x, also wird 4x auf beiden Seiten addiert. Es bleibt auf der linken Seite die minus 5 übrig und auf der rechten Seite habe ich 3x plus 4x, macht insgesamt 7x. Damit bin ich wieder auf Stufe 1 gelandet, Schwierigkeitsstufe 1. Und ich muss durch 7 dividieren, um x zu berechnen. Rechte Seite durch 7 ergibt x, linke Seite durch 7 ergibt minus 5 Siebtel. Das ist dann die Antwort. Kommen wir zu Stufe 3. Wir haben jetzt auf beiden Seiten Variable als auch Konstante und hier auch Variable und Konstante. Mit der Zusatzregel beginnen wir mit dem Abtrennen der Variablen und jetzt haben wir hier zwei Möglichkeiten. Entweder können wir die 3x abtrennen oder wir können die 5x abtrennen. Und es gibt es einfach nochmal eine Zusatzregel. Wenn man die Möglichkeit hat, soll man mit der beginnen, die die kleinste Zahl vor der Variable hat. Haben wir also hier die 3 und da haben wir die 5. Und diese Zusatzregel sagt, wir sollen halt dann hier mit der 3x beginnen. Deshalb müssen wir minus 3x addieren auf beiden Seiten. Dadurch fliegt die 3x hier eliminiert, wird eliminiert, die ist jetzt nicht mehr da und es bleibt minus 1 übrig. Auf der rechten Seite wird zur 5x 3x minus 3x addiert. Das ist das gleiche wie 5x minus 3x und das macht dann insgesamt 2x und die 7 von oben, die bleibt, weil die gar nicht verändert wurde. Jetzt sind wir wieder hier auf Stufe 2. Wir gehen weiter mit dem Trennen, wir arbeiten weiter mit dem Trennen. Links können wir gar nichts trennen, wir können jetzt nur noch rechts trennen. Wir trennen dann hier die 2x und die 7. Und nachdem die Variablen ja jetzt schon im ersten Schritt quasi abgetrennt worden sind, jetzt kommen quasi die Konstanten dran und wir trennen hier die 7 ab durch eine Addition von minus 7. Dadurch wird die minus 7 hier eliminiert, es bleibt übrig 2x und auf der linken Seite wird minus 7 addiert. Also minus 1
plus minus 7 ergibt insgesamt minus 8. Jetzt haben wir hier Stufe 1 und Stufe 1 Gleichung, da wird einfach nur dividiert durch diese Zahl, die vor dem x steht. Die nennt man übrigens Koeffizient. Wir dividieren also beide Seiten durch 2, bleibt hier übrig x und auf der rechten linken Seite bleibt übrig minus 8 geteilt durch 2. Da kann man auch 4 hinschreiben, aber muss man nicht. Kommen wir zu Stufe 4. Das sind die, die eigentlich am schwierigsten sind, weil hier noch Klammern drin sind. Der erste Schritt besteht darin, dass man die Klammern, dass man zuerst einmal das Distributivgesetz anwendet. Das heißt also, alle Faktoren, die vor der Klammer stehen, sollen jetzt in die Klammer reinwandern. Wir behalten die Klammern bei. Die 2 geht hier zu dem x, also 2 mal ein x, das macht 2x. Und die 2 geht zur 1, dann haben wir also 2 mal 1 gibt 2. Das ergibt hier die nächste Klammer auf der, in der nächsten Zeile. Die 5 geht in die Klammer rein, so geht zur, die geht zur 3, da haben wir also 5 mal 3 macht 15. Und die 5 geht zur 2, dann haben wir 5 mal 2 macht 10. Das Minus wird hier einfach nur kopiert und das Minus von hier wird auch kopiert. So, jetzt haben wir keine Faktoren von den Klammern mehr. Jetzt lösen wir die Klammern auf. Hier steht ein Plus, ein nicht hingeschriebenes Plus vor der Klammer. Deshalb kann man die Klammer dort einfach wegfallen lassen und es bleibt übrig 2x minus 2. Auf der linken Seite haben wir ein Minus vor der Klammer und das Minus vor der Klammer ändert alle Vorzeichen innen drin. Wir haben hier plus 15x, das Plus ist nicht hingeschrieben, es wird zu minus 15x und die minus 10 wird dann zu plus 10. So, jetzt haben wir die Klammern alle weg. Wir haben sie alle, die Klammern aufgelöst, aber wir müssen den Term auf beiden Seiten nochmal vereinfachen. Links kann man nicht vereinfachen, rechts kann man vereinfachen. Konstante geht zu Konstante und Variable, ja, ist allein, von daher kann man da nichts mehr vereinfachen. Wir können also die minus 15x kopieren in die nächste Zeile und 7 plus 10 macht 17. Das ergibt die nächste Zeile. Das ist eine Gleichung auf Stufe 3. Wir gehen wieder mit dem Trennungsprozess weiter. Wir haben die Möglichkeit, die minus 15x abzutrennen oder die 2x. Und die Vorzahl vor dem x bei die minus 15 ist die kleinere Zahl gegenüber der 2. Also wird die minus 15x eliminiert durch eine Addition von 15x. Und das auf beiden Seiten. Also 15x addieren rechts ergibt die 17. 15x addieren auf der linken Seite ergibt 17x minus 2. Das ist jetzt eine Gleichung auf Stufe 2. Wir gehen weiter mit dem Trennungsprozess. Trennen kann man hier nur noch auf der linken Seite. Und nachdem die Variablen ja jetzt schon verarztet worden sind, kümmern wir uns um die Konstante. Jetzt wird die Konstante abgetrennt. Das geschieht durch eine Addition von 2. Das hier ist ein Schreibfehler. Es muss heißen plus 2. Dadurch haben wir auf der linken Seite nur noch die 17. x und auf der rechten Seite haben wir 17 plus 2, das macht 19. Jetzt haben wir eine Gleichung auf Stufe 1 und wir addieren diese Gleichung auf beiden Seiten durch 17 und ist die Antwort x gleich 19 Siebtel. Ich hoffe, das war klar jetzt.